Kaum jemand kann sich der Magie dieser Insel entziehen. Ich bin absolut fasziniert. Ein Motiv schöner als das andere. Mallorca wird gern als Perle des Mittelmeeres bezeichnet. Das Wechselspiel von wilder Natur, versteckten Oasen und pulsierendem Leben lockt heute immer mehr Touristen aus ganz Europa an. Sonne, Strand und, soweit das Auge reicht, Hotels. Das ist für viele Mallorca. Doch diese Baleareninsel hat viel mehr zu bieten. Herzlich willkommen bei einer weiteren Reise zu den schönsten Gärten der Welt. Verträumte Naturlandschaften, großartige Parks und geheime Gärten. Das will ich Ihnen heute zeigen. Kommen Sie mit! Es gibt einige Orte auf dieser Insel, die ich unbedingt sehen möchte. Die kurvige Straße führt mich hinüber zum nördlichsten Zipfel der Insel, wo die Berge steil ins Meer stürzen. Dort zeigt Mallorca sein wahres, ursprüngliches Gesicht. Das Kap Formentor muss man einfach gesehen haben. Wild und schön ist es hier. Eine frische Brise weht vom Meer her. Es duftet nach Pinien. Ja, manchmal ist der Weg das Ziel. Wie gesagt, manchmal. Denn heute werde ich schon in einem Künstlergarten erwartet. Mein eigentliches Ziel liegt nur mehr einen Katzensprung entfernt. Sabassa Blanca, das wundersame Anwesen des britischen Künstler- und Sammler-Ehepaares Yannick und Ben Jacoba in der Nähe von Alcudia. Die Lage, ein Geschenk der Natur. Ich habe das Glück und darf gleich mit Dorothee auf Entdeckungstour gehen. Sie ist Journalistin, lebt seit mehreren Jahren auf Mallorca und führt Besucher in Sabassa Blanca herum. Hallo Karl. Hallo Dorothee. Sehr schön, Servus. Dass du da bist. Wir haben wirklich schon fast auf euch gewartet, lange. Und ich zeige dir jetzt mal hier die schönsten Ecken. Ihr kommt wirklich genau richtig, Mitte April. Es blüht schon kräftig bei uns. Der Duft, der ist ja betörend. Mhm. Das sind auch wirklich ganz besondere Rosen. Das sind über 100 Sorten. Die Wände entlang, hinten im Garten. Und der Duft ist deswegen so toll, weil es alte englische Rosen sind und die einfach diesen Duft, die viele anderen Rosen verloren haben, noch haben. Weil das Schöne ist immer diese alten historischen Rosen mit den großen Blüten, das ist eigentlich das Tolle. War der immer schon da, der Rosengarten? Nee, der war nicht schon immer da. So 90er Jahre gab es hier ein schlimmes Unwetter und was jetzt hier, wenn man so rüberschaut nach links, da stehen jetzt sehr schöne Lorbeerbäumchen und da waren vorher Orangenbäume, so ein Orangenhain, große Zypressen und keine einzige Rose. Und mit diesem Sturm wurde hier alles verwildert und dann war die Idee geboren, was machen wir Neues? Da wurde dann ein alter, wie so ein mittelalterlicher Klostergarten kam die Idee und deswegen die Rosen, die schön dazu passen. Und jetzt ist so die Zeit, wo auch wirklich die Rosenfans auf ihre Kosten kommen. Ich habe gelesen, dass es irgendwo einen ganz kleinen, versteckten Innenhofgarten geben soll. Ach, so klein ist der gar nicht. Das ist ein wunderschöner Patio innen im Hauptgebäude, im sogenannten Hassan-Fati-Gebäude, nach dem Architekten benannt. Und das ist ein Kleinod, kann man sagen. Das Highlight, würde ich fast sagen. Das ist Teil des Besuchs, wenn man das Haupthaus sich anschaut. Da gibt es einen wunderschönen Brunnen, ganz tolle Pflanzen und natürlich auch Kunst. Schauen wir dorthin? Ja, gehen wir mal hin. Das denkmalgeschützte Haupthaus wirkt wie ein Palast aus Tausend und einer Nacht. Es ist ein sehr persönliches Stückchen Erde mit einem atemberaubenden Rosengarten. Das Miteinander von Architektur, Kunst und Natur ist ziemlich beeindruckend und macht das Ganze zu einem besonderen Erlebnis. Yannick und Ben Jacoba haben hier ein privates Museum im Grünen geschaffen. Was nur wenige wissen, Ben ist in Wien geboren. Das Paar lebt heute in Marokko.
Das hier ist also dieses kleine Paradies. Ja, genau. Wenn man hier runterschaut, also dieser Teil ist sowieso mein Lieblingsort dieses Museums. Und mit dem wunderschönen Innenhof, mit den Palmen, die teilweise blühen und hinten dieses Kunstwerk zum Beispiel. Und was ich wunderschön finde, ist einfach immer so dieser, heute haben wir Glück, schöner blauer Himmel und dann dieses Weiß und der Kontrast dazu mit diesem Kuppelbau. Ja. Das Haus ist ja nicht alt. Nee, es ist nicht so alt, wie es aussieht. Also viele Besucher fragen mich, was weiß ich, wie viele 100 Jahre und es ist tatsächlich 1980. Fertiggestellt worden. Also deutlich jünger. Also ein ganz junges Haus. Ja. Genau, und deutlich jünger, als man denkt. Aber es hat einen alten Ursprung, das Gelände hier. Also auch der Name ist Sabassa Blanca, das heißt so die weiße Mulde, kann man es so frei übersetzen. Da stand hier schon eine alte mallorquinische Finca, von der nicht mehr so viel übrig war. Und deswegen wurde hier dann was Neues geschaffen. Ja. Wenn man hier schaut, es ist ja ein herrlicher Blick auf das Meer. Es ist ein ökologisch sehr sensibler Bereich eigentlich. Ja, es ist ein Naturschutzgebiet hier. Da gibt es auch strenge Auflagen. Der Weg, habt ihr vielleicht schon gemerkt, hierher ist ein bisschen holperig, ein bisschen abenteuerlich. Und da darf man zum Beispiel nicht teeren, asphaltieren. Und das, wir müssen natürlich auch auf ein paar Sachen achten. Man kann ja nicht einfach irgendwas hinsetzen. Deswegen ist zum Beispiel auch, sind die Kunsträume unterirdisch. Da wurde ganz raffiniert die alte Wasserzisterne genutzt. Und auch der Architekt Hassan Fati hat auch so ein bisschen den Beinamen, dass er die natürliche Klimaanlage, nennen wir das so ein bisschen spaßeshalber, nicht erschaffen hat, aber genutzt hat. Das sind Aspekte wie, man nimmt Material von hier. Er hat zum Beispiel viel mit Lehm gearbeitet. Er kommt da aus Ägypten, also hat auch da in dieser Region natürlich vor allen Dingen gebaut. Er hat die sogenannten nubischen Kuppeln, die man hier drüben sieht, wieder ins Leben gerufen, die sehr vorteilhaft den Wind oder die Belüftung, die Zirkulation fördern. All solche Sachen, das war ihm wichtig. Herrlich ist dieser Ausblick, wenn man da schaut. Direkt am Meer gelegen ist wahrscheinlich einer der schönsten Plätze von Mallorca. Ich finde schon, ja. Also ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich hierher komme, denke ich, ist es wirklich ein Traum. Ja. Die Jacobas haben sich mit dem Anwesen einen Lebenstraum verwirklicht. Hier kommt man schnell zur Ruhe. Ein Traum wie aus Tausend und einer Nacht. Sabassa Blanca ist ja das Anwesen eines Künstlerehepaares. Das spürt man eigentlich an allen Ecken und Enden von diesem Anwesen. Ja, es gibt das Haupthaus eben hier und dann gibt es natürlich noch viel mehr. Es gibt unter anderem einen großen Skulpturenpark mit riesigen Granittieren. Tieren, sehr vielen. Sie nennen es auch den Zoo, Ben und Yannick. Deswegen haben wir auch sehr viele junge Besucher, die ganz begeistert sind und sich die überdimensionale Krake anschauen oder das große Nilpferd und den so weiter. Den berühmten Hund. Den berühmten Hund, der bei manchen gar nicht als Hund zu erkennen ist. Fragen Sie, was ist das denn eigentlich? Das ist ein sogenannter Haniwa, eine Grabbeigabe in Japan. Und das hier ist dieses wunderschöne Anwesen. Da würde ich gerne bleiben. Ja, das, da kann ich nur zustimmen. Doch die Reise geht weiter. Von Sabassa Blanca zur Finca Son Berga im Örtchen Alaró am Südhang des Tramuntana-Gebirges. Dort ist man mit der Natur und den wenigen Einheimischen ziemlich alleine. Das ist wie eine Fahrt durch einen botanischen Garten. Diese Steinmauern mit den Margariten, dann Aphodil ist da drinnen, viele mediterrane Kräuter und dahinter Olivenbäume, Mandelbäume, Buchshorn, also alles, was so das botanische Herz begehrt. Am liebsten für mich sind aber die Orangen und Zitronen. Das ist der Traum vom Süden und in so einem Garten fahren wir jetzt. Son Berga ist ein echter Geheimtipp. Die Finca stammt aus dem 17. Jahrhundert. Sie hat sich ihren authentischen Charme erhalten. Und das ist auch vielen Liebespaaren nicht verborgen geblieben, die inmitten idyllischer Kulisse heiraten wollen. Son Berga ist heute eine der beliebtesten Hochzeitslocations der Insel. Aber das ist eine andere Geschichte.
Ich bin wegen der Orangenbäume hier. Das mediterrane Klima ist für sie eigentlich zu trocken. Mallorca wartet mit 300 Sonnentagen pro Jahr auf. Die Sommer sind sehr trocken und heiß. Die Niederschläge fallen vor allem im Herbst und im Winter. Pflanzen müssen hier wahre Asketen sein. Ich treffe Elisabeth, sie führt die Geschäfte auf dem Landgut. Es ist so wunderschön hier. Die Orangen blühen und duften, die Strelitzien blühen. Es ist alles grün, ein herrliches Landgut. Ja. Wunderschön. Also das ist wirklich wahr. Wir haben jetzt den ganzen Winter, da war so dunkel, aber jetzt kommt wieder alles, die Sonne, wieder die Blüten, alles duftet. Die Orangenbäume sind echt wunderschön jetzt. Kann man echt spazieren. Leider kannst du nicht so beim Fernseher so sagen, wie der duftet, aber der ist jetzt echt wirklich wunderschön. Also das für mich ist die beste Jahreszeit. Das Wichtigste bei euch ist das Wasser. Ja, ganz für uns Wasser ist wie Gold. Also wir haben im Winter jede Tropf machen wir auf den Fass oder wie Wasserspeicher. Ja. Und wirklich jede Tropf den Regen, wir halten das in dieser Pflanze. Schauen wir zu den Orangen. Ja, genau. Das wirst du sehen, wie toll duftet. Dieser Orangenhain ist ja wirklich wunderbar. Jo. Wie viele Orangen habt ihr da? Also wir hier haben eine Hektar von Navellata und in der anderen Seite haben wir die Mandarinen und Clementinen. Die sind jetzt wirklich in voller Blüte. Man sieht da sehr viele Bienen da. Ja, jetzt habe ich ja vorher gesagt, das sieht echt wirklich duftend, echt herrlich. Die Blüten, da haben wir auch die Bienen, die kommen auch noch zu. Da schaut, das sind schon die ersten kleinen Orangen. Ja, das sind grün. Die brauchen ja fast ein Jahr. Ja, fast ein Jahr. Also wir fangen jetzt an zu blüten, wie du siehst. Und dann werden geerntet so im Januar, Februar. Weil die brauchen die Kälte, um süßer zu werden. Was macht ihr mit den Orangen? Saft. Saft. Vitamine. Viele Vitamine. Ja, das ist für uns der Traum des Südens. Und viele haben wahrscheinlich einen Orangen-, Zitronen- oder Mandarinenbaum im Kübel zu Hause. Und das Wichtigste, mein Tipp, ja keine zu großen Pflanzgefäße. Nicht zu viel gießen im Winter, denn sonst fallen die grünen Blätter ab, die Wurzeln beginnen zu faulen und dann beginnt leider der Anfang vom Ende des Orangenbaums. Früh hinausstellen, aber niemals in den Frost und dann viel Dünger geben und dann gibt es so wunderbare Leckere Orangen, wie auf Mallorca. Ja, genau. Ich mache jetzt ganz tranquillo einen kleinen Abstecher ins idyllische Tramuntana-Gebirge. Tranquillo ist eines der meistgebrauchten Wörter auf der Insel und bedeutet so viel wie ruhig, bloß keinen Stress. Den Reiz dieses Landstrichs hat nicht nur Hollywood-Star Michael Douglas erkannt, der hier ein Luxusanwesen besitzt, sondern schon viel früher auch der Urvater aller Aussteiger, Naturschützer und Hippies, Ludwig Salvator, Erzherzog von Österreich, Prinz von Toskana. Ja, und Frédéric Chopin komponierte hier einige seiner berühmtesten Werke. Das Musikgenie weilte einen Winter lang im malerischen Bergdorf Valdemossa, um sich von seinem Lungenleiden zu erholen. Kein anderes Dorf auf Mallorca ist ein derartiger Touristenmagnet. Jedes Jahr kommen 1,2 Millionen Besucher hierher. Aber zurück zum Erzherzog. Er war ein Gartenfreund, Naturschützer, Forscher, Künstler, Visionär und Schriftsteller. 1870 ließ er sich hier nieder, kaufte wieder und wieder Land an der Küste auf, um die Natur zu bewahren. Ludwig Salvators Lieblingsresidenz war San Maroy. Heute ist das Haus ein privates Museum. Auf der Rückseite tauche ich in die abgeschiedene Welt eines alten Gartens ein. Ein Salon im Grünen, mit herrlicher Aussicht, der durch seine Lage direkt an der Steilküste bezaubert. Ein Platz zum Träumen. Fast glaubt man sich in eine andere Zeit versetzt.
Der ionische Rundtempel war einer der Lieblingsplätze des Erzherzogs, der die Pflanzenwelt in umfangreichen Publikationen festgehalten hat. Auf dem Weg ins Hinterland komme ich an den schönen Weingärten nicht vorbei. Der Aufschwung des mallorquinischen Weinbaus ist seit Jahren unübersehbar. 70 Jahre sind diese Weinstöcke und so voller Vitalität. Hier sieht man schon die Blüten, daraus werden die Weintrauben. Etwas wirklich Einzigartiges, was man hier sieht. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass hier in diesem Boden die Weinstöcke wachsen. Bei uns in Oberösterreich gibt es humusreiche Böden, die wirklich voller Leben sind. Und hier Steine über Steine. Ja, Mallorca ist steinreich, aber genau dieses Klima, das es hier gibt, das mag der Wein. Ab und zu, in ganz extremen Jahren, wurde bewässert, aber ansonsten wurzelt dieser Wein nur so tief und holt sich von unten die Feuchtigkeit und die Nährstoffe. Bis zu 3 Meter reichen die Wurzeln in die Tiefe. Und das ist auch etwas, was man lernen kann. Man kann Pflanzen verwöhnen, indem man sie zu viel gießt. Also weniger gießen, auch in unseren Böden. Und dann wachsen sie genauso vital wie der Wein auf Mallorca. Und der schmeckt ja wirklich gut. Am Weingut Can Ribas werden die Reben noch von Hand geerntet. Aus den autochthonen, also nur hier existierenden Sorten wie Manto Negro oder Prensal entstehen unverwechselbare, kräftige Tropfen. Can Ribas ist das älteste Weingut auf Mallorca und überhaupt das drittälteste Spaniens. Die Nachfrage nach mallorquinischen Weinen ist jedenfalls groß. Etliche Bodegas sind früh ausverkauft. Wer sich so wie ich noch etwas mehr mit den Besonderheiten der Pflanzenwelt der Balearen beschäftigen will, ist im Botanischen Garten von Soller genau richtig. Der Garten ist eine Art Arche Noah. Längst kommen nicht nur Pflanzenfreaks hierher, sondern querbeet Gartenliebhaber mit Sinn für das Schöne. Niemand kennt diesen Ort besser als José Luis, der Direktor des Jardín Botánico. José Luis, wir sind hier im Botanischen Garten von Soller. Wir sind unterwegs, um private Gärten zu entdecken. Wie groß ist denn aber die botanische Vielfalt hier auf dieser Insel? Der Botanische Garten von Soller ist der einzige botanische Garten auf den Balearen. Es ist ein Naturschutzgarten. Seit den 80er Jahren hat der Massentourismus dazu geführt, dass viele Arten vom Aussterben bedroht sind. Wir bewahren und schützen hier gefährdete Pflanzen, die im Mittelmeerraum vorkommen. Darunter auch viele endemische Pflanzen. Wir haben auf der Insel etwa 100 davon. Mit den Unterarten sind es sogar 120. Wir haben hier Mikrohabitate geschaffen, das heißt kleine ökologische Nischen, um die verschiedenen Arten zu erhalten. Der Klimawandel ist hier auf Mallorca auch zu spüren. Die Winter werden immer kürzer, es gibt weniger Niederschlag, im Sommer immer mehr Hitze. Merkt man das hier im Botanischen Garten? Ja, den Klimawandel können wir auch hier im Botanischen Garten sehr gut beobachten. Wir sehen, wie sich die Pflanzen verändern. Diese Veränderung bemerken wir zum einen in der Blühphase, zum anderen, weil es eine große Fluktuation gibt. Wir haben hier Pflanzen, die auf Meeresniveau gedeihen. Andere wachsen oben auf den Bergen, in 1440 Metern Höhe. Da wir diese Pflanzen hier im Garten in verschiedenen ökologischen Nischen kultivieren, werden wir unmittelbar Zeuge dieses Wandels.
Einige Pflanzen wandern in die Höhe. Wir finden sie nicht mehr in 400, sondern in 600 Metern Höhe. Und das beweist letztlich den großen Einfluss, den die klimatischen Veränderungen haben. Tourismus und botanische Vielfalt, sind die eigentlich Gegner? Ja, dieser Massentourismus, den wir auf der Insel haben, ist nicht gut für die Natur, weil, sagen wir, die Touristen uns die Berge entreißen. Wir müssen die Berge schützen und die Vielfalt bewahren. Natürlich sollte man die wunderbare Bergwelt auch erkunden und genießen können. Es sind leider nicht alle Touristen darauf vorbereitet. Nur wenige kennen die Pflanzen und wissen nicht um ihre Bedeutung. Es ist sehr schwierig. Radtouristen zum Beispiel lassen das Rad stehen und laufen überall herum. Für die Vegetation ist das eine Gefahr. Der Tourismus wird so zu einer großen Gefahr für die Artenvielfalt. Es gibt freilich auch viele sehr respektvolle Touristen. Die Wanderer beispielsweise sind sehr umsichtig und haben Respekt vor der Natur. Allerdings, die Badetouristen, die Strand-Hooligans, die sind furchtbar. Gibt es eine Pflanze, die besonders wichtig ist für Mallorca? In Mallorca haben wir über 100 endemische Arten und hunderte Pflanzen, die wichtig sind. Manche sind wirklich spektakulär, wie die Peonia cambesedesi, die Mallorca-Pfingstrose. Sie schaut wunderschön aus. Wir haben das Glück, dass die Pfingstrose unterirdisch stark verwurzelt ist. Deshalb kann man sie nur schwer aus dem Boden reißen. Sonst würden sie die Leute mitnehmen. Dann haben wir noch Pflanzen, die viel kleiner sind. Wir haben sie alle hier im Garten. Und sie sind, aus botanischer Sicht, von großer Bedeutung. Wir haben also hunderte sehr exklusive und wichtige Pflanzen auf der Insel. Ich bin im Landesinneren in Poreres. Fast schon himmlische Ruhe herrscht hier. Das ist das Reich von Maria Sagreras. An ihrem Garten Samesquida kann man sich einfach nicht satt sehen. Es ist kein Schmuckgarten, vielmehr eine liebevoll ans Haus angepasste Natur. Ein grünes Wohnzimmer. Im Sommer findet das Leben auf Mallorca draußen statt. Das Haus ist aus Naturstein gebaut, wie auf Mallorca üblich. Nicht nur den Umgang mit Farben beherrscht die Pflanzenliebhaberin virtuos, auch ihr Sinn für Formen hat sie zu einer erfolgreichen Gartendesignerin gemacht. Maria, du hast hier auf Mallorca viele Gärten angelegt. Ich fühle, du hast in deinem Garten mit der Natur und nicht gegen sie gearbeitet. Entspricht das deiner Philosophie des Gärtnerns? Ich liebe es, Naturgärten zu entwerfen. Ich arbeite immer im Garten, im Einklang mit der Natur und nicht dagegen. Wir haben hier ein mediterranes Klima und wenig Wasser. Deshalb schaffe ich Gärten, die mit dem Minimum, dem Notwendigen auskommen. Wenn du einen Garten planst, wie gehst du da vor? Normalerweise beginnt das Ganze damit, die Philosophie und die Architektur des Hauses im Garten fortzuführen. Hinter jedem Projekt steht eine Geschichte. Ein Wunsch meiner Kunden. Genau das fange ich ein. Ich achte sehr stark darauf, was sie mögen. Manche mögen zum Beispiel Zypressen, andere dagegen gar nicht. Ich lasse dann die Ideen Wirklichkeit werden, füge alles zu einem Bild zusammen, damit sie dann im Garten ihr Glück finden können. Maria, jeder Garten erzählt eine Geschichte. Das ist dein privater Garten. Was ist die Geschichte dahinter? Ja, die Geschichte dahinter ist, dass ich einfach einen Traumgarten schaffen wollte. Und zwar einen mediterranen, gleichzeitig aber auch einen botanischen Garten. Ich habe daher sehr viel herumexperimentiert, auch mit Pflanzenvariationen, die hier gut wachsen, obwohl sie von anderswoher kommen.
will grow here, even if they don't belong to here. Du hast einen Zitronenbaum hier. Das ist ein Traum für alle, die zu Hause einen mediterranen Garten haben wollen. Auch für deine Kunden? Yes, yes. Ja, Zitronen- und Orangenbäume sind absolut die Lieblingsbäume vieler Mallorquiner. Everybody wants to pick dates from the tree. And yeah. And the palm trees. Und die Palmen auch? Ja, ich mag Palmen sehr, vor allem diese hier. Die Zwergpalme. Sie ist auf der Insel heimisch und sehr pflegeleicht. Die anderen pflanze ich weniger. Das hat mit der Palmrüsslerplage zu tun, mit der wir hier auf der Insel zu kämpfen haben. Aber die Palmen gehören einfach zu einem mediterranen Garten dazu. Die meisten meiner Kunden aus Europa lieben Palmen. Dein Garten ist wie ein botanischer Garten. Sammelst du auch Pflanzen? Ja, ich liebe Pflanzen, alle Arten von Pflanzen. Maria, what's the most difficult? Was ist das Schwierigste am Gärtnern hier auf der Insel? Was meinst du? Das Wetter, was ist wirklich schwierig? Ich kann das jetzt gar nicht so sagen. Ich meine, wenn du einen Garten auf einem felsigen Untergrund anlegst, ist das schon eine gewisse Herausforderung. Du kannst da heute mit schwerem Gerät auffahren, häufig mit einem Bagger, um große Löcher zu graben. Dann geht es aber ganz gut. Die Pflanzen wachsen ziemlich schnell. Du kannst auch Pflanzen setzen, die sich dem felsigen Untergrund hervorragend anpassen können. Zum Beispiel Olivenbäume, die wachsen auf Felsen. Es macht freilich einen Unterschied, ob du einen gut gewachsenen Baum dorthin umpflanzt oder einen Setzling hinsetzt. Marias Garten ist wahrhaftig ein magischer Ort. Er erzählt vom Glück auf Erden und birgt ein kleines Stück vom Himmel in sich. Ja, diese Ruhe hier ist der wahre Luxus. Ich freue mich jetzt schon auf unser Wiedersehen. Maria will mir noch einen ganz verträumten Garten zeigen. Aber jetzt muss ich weiter. Neben den privaten, den geheimen Gärten von Mallorca gibt es hier natürlich auch berühmte historische Anlagen. Zum Beispiel dieser Garten hier, der Garten von Alfabia. Ein Garten mit historischen Wurzeln und vor allem dem Gold der Mallorquiner, dem Wasser. Im Garten von Alfabia tauche ich in eine immergrüne Oase ein. Die Araber waren wahre Meister der Gartenarchitektur. Sie verstanden ihr Handwerk, das sieht man hier sofort. Dieser prachtvolle Garten erscheint wie ein uralter, verwunschener Ort. Ist das nicht ein Traum? Hier wird das Wasser seit Jahrhunderten gespeichert. Dafür, dass hier immer alles grünt und blüht, sorgt ein Netz kaum sichtbarer kleiner Wasserläufe. Wasser und Schatten, das sind die Elemente, die in diesem Klima Luxus bedeuten. Die Architektur ist typisch maurisch und leicht verspielt. Ich bin absolut begeistert. Die heutige Gartenanlage stammt aus dem 19. Jahrhundert. Alfabia beherbergt viele botanische Raritäten. Arten, die hier eigentlich nichts zu suchen haben. Skandinavische Tannen zum Beispiel. Oder mexikanische Washingtonia-Palmen, die neben Priesterpalmen und kanarischen Dattelpalmen in die Höhe ragen.
Der grüne Traum ist seit Mitte des 18. Jahrhunderts im Besitz der Familie Saffortesa. Ich werde jetzt von Christine erwartet, sie verwaltet das Gut. Wir sind hier in einem Wassergarten mit einer jahrhundertealten Geschichte. Ja, das ist ein historischer Garten. In den Büchern über die Geschichte Mallorcas wird er seit dem Jahr 1229 erwähnt. In diesem Jahr kam König Jaime I., also Jakob I., der Eroberer von Aragon, nach Mallorca, das damals von den Arabern beherrscht wurde. Und er eroberte die Insel von den Arabern zurück. 1229, so wird es in den Büchern erzählt, lebte ein reicher und sehr mutiger Araber hier. Der maurische Wesir Ben Abed soll dem König geholfen haben, die ganze Insel zu erobern. Und zwar unter der Bedingung, dass er das Anwesen behalten darf. Er konvertierte zum Christentum. Sein Sohn trug bereits einen mallorquinischen Namen. Er hieß Ben Nasar. Diesen Namen gibt es heute noch. Es ist ein historischer Garten, der also mindestens seit dem Jahr 1229 besteht. Das Haus ist also 800 Jahre alt. In diesem Garten sieht man Wasser im Überfluss und viele Wasserspiele. Wasser ist in Mallorca tatsächlich ein Luxus. Wir wissen, dass es hier nur selten regnet. Es gibt aber einige Regionen, wie hier in Bunyola, wo es sehr viel Wasser gibt. Das Wasser wird in großen Becken gesammelt und dann über Wasserläufe verteilt. Die Mauren stellten hier ihren Ruf als Meister der Bewässerungstechnik unter Beweis. Das Anwesen bezieht sein Wasser aus einer Quelle in den Bergen. Der Obstgarten und das Haus können so immer mit Wasser versorgt werden. Und die Gärten von Alfabia erblühen zu jeder Jahreszeit. Ist es nicht sehr schwierig, diesen Garten zu erhalten? Nein, das ist überhaupt nicht schwierig, weil es seit Jahrhunderten gemacht wird. Das Haus war immer in Privatbesitz. Es wurde nie verkauft, sondern immer weiter vererbt. Deshalb wurde es auch immer gut erhalten, damit die Familien hier ihren Aufenthalt genießen konnten. Es gab immer viele einheimische Pflanzen, auch heute noch, und Blumen, die wir in die Anlage integriert haben. Wie viele Besucher kommen hierher? Im Durchschnitt haben wir zwischen 35.000 und 40.000 Besucher im Jahr. Vor allem Deutsche, Briten und auch Franzosen kommen immer öfter hierher, ebenso Spanier. Mallorquiner kommen nur ganz selten. Wir versuchen jetzt über eine Kampagne mehr Inselbewohner anzusprechen. Aber es sind vor allem deutsche, britische, französische und ich denke auch österreichische Urlauber. Das ist ein sehr romantischer Garten. Eine persönliche Frage: Was ist dein Lieblingsplatz? Das ist eine schwierige Frage. Es gibt so viele schöne Ecken hier. Ich sitze gern am See. Ich mag die Blumen rundherum, höre klassische Musik, die Frösche quaken, die Vögel zwitschern. Ich mag das Wasser plätschern. Da hinter mir ist der schönste Platz. Ich sitze da, trinke einen Orangensaft. Einfach perfekt. Genau das macht Mallorca für Gartenliebhaberinnen und Liebhaber so interessant. Jeder findet das, was er sucht. Es lohnt sich, ein bisschen rechts und links der Wege zu schauen. Dann entdeckt man verborgene Kostbarkeiten. Gärtner sind oftmals auch Sammler. Sie reisen für ein winziges Pflänzchen um die halbe Welt. Mir geht es da nicht anders. In meinem Garten zu Hause gedeihen verschiedenste Pflanzen aus aller Herren Länder. Ich bin jetzt beim letzten Garten meiner Mallorca-Reise angelangt. Die Kunst, einen Garten zu gestalten, ist wirklich grandiose Ideen zu haben. Maria Sagreras hat solche Ideen. Hier zum Beispiel hat sie etwas verwirklicht, wovon viele träumen. Unter dem silbrig-grauen Laub der Oliven blühen in einem intensiven Blau Stadizen, der Strandflieder. Und sind diese Pflanzen einmal verblüht, dann kommt der Lavendel, wieder mit einem herrlichen Blau. Das sind grandiose Ideen, die man hier auf Mallorca findet.
Hierher verirrt sich nur selten ein Tourist. Verborgen hinter einer hohen Mauer liegt der zauberhafte Garten Son Ferraret, der das besondere Flair der Insel ausstrahlt und von einer Ästhetik zeugt, die nichts Aufgesetztes hat. Maria Sagreras, wir haben sie ja schon kennengelernt, hat diesen Garten für die deutschen Besitzer regelrecht inszeniert. Sie ließ Erde aufschütten, schuf kleine Abhänge, legte geschwungene Wege an und verlieh dem Gelände so seine Struktur. In sanften Wellen führt es vom Haus abwärts. Rundum sind Pflanzen gesetzt worden, die auch mit wenig Wasser gedeihen. Nur die robustesten Arten sind der Sonne auf Dauer gewachsen. Wir sind zu Besuch in einem Traumgarten. Es sieht aus, als würde er mit der Landschaft verschmelzen. Ja, mit dieser Aussicht und der Wellenbewegung im Gelände, die der Garten da hat, da glaubst du, dass der Horizont ganz nah ist. Hier gibt es viel Rosmarin. Warum? Rosmarin ist eine sehr robuste und wundervolle Pflanze. Sie ist von hier. Gertrud Jekyll, die berühmte Gartendesignerin aus Großbritannien, sagt, einen Garten anzulegen ist wie ein Bild mit Pflanzen zu malen. Wie komponierst du deinen Garten? Ja, das geht schon in die Richtung. Ich gebe dem Garten zuerst eine gewisse Struktur. Das ist sehr wichtig. Ich mache keine schablonenhaften Gärten. Jeder Garten ist anders. Alles muss fließen. Ich weiß eigentlich sofort, welche Farben ich im Garten haben will und wo die Reise hingehen soll. Wenn du mit der Natur eins bist, kann es wirklich magisch werden. Eine klare Struktur zu haben ist gut. Entscheidend für das Ergebnis ist aber auch die Intuition und dass du mit der Natur und der Landschaft rundherum arbeitest. Wenn du in einen Garten kommst, was fühlst du? Ich fühle wirklich alles Mögliche. Ich spüre, dass ich auf Anhieb mit dem Garten und dem Platz verbunden bin. Wenn mich jemand fragt, was möchtest du hier machen, dann fängt bei mir ganz automatisch meine Fantasie zu arbeiten an. Und natürlich genieße ich es sehr, egal wo ich gerade bin, Gärten anzusehen. Das ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Wann hast du mit dem Gärtnern begonnen? Vor einigen Jahren schon. Ich denke, so vor etwa 30 oder 25 Jahren. Haben deine Eltern auch gegärtnert? Sie haben eine Baumschule und ein Gartencenter gegründet. Ich bin mittendrin aufgewachsen. Die Leidenschaft für Pflanzen liegt in der Familie. Meine Mutter und auch schon meine Großmutter interessierten sich mehr für die Pflanzen selbst. Ah, wirklich? Sie haben keine Gärten gestaltet? Dein jüngstes Projekt ist ein tropischer Garten, oder? Nun, das ist ein Experiment. Im Tropenhaus wachsen Früchte, die hier auf Mallorca draußen nicht wachsen würden. Ich probiere viel aus und es läuft echt super. Es ist einfach wunderbar, die Früchte zu ernten und zu essen. Danke dir. Es war mir ein Vergnügen. Wer hier auf Mallorca gärtnert, der muss manchmal mit ganz extremen Witterungsbedingungen leben. Sturm, dann wieder große Hitze oder im Winter sehr viel Niederschlag. Wir haben aber dennoch einige wunderbare Gartenparadiese entdeckt. Die geheimen Gärten von Mallorca. Schön, dass Sie mit dabei waren und ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal einschalten, wenn es wieder heißt, unterwegs zu den schönsten Gärten der Welt. Bis dahin viel Spaß beim Garteln.